in Richtung Kiemen einzuschneiden. Das sieht dann folgendermaßen aus. So. Mhm. Ja. Mhm. So. Jetzt tun wir das Messer kehren und schneiden an der Geräte entlang vom Kopf in Richtung Schwanz. Das machen wir so. Das knackt so, also nur mal die Geräte, wo wir da gerade zerschneiden. So, ebala. Und schon haben wir das erste Filet. Mhm. Jetzt haben wir hier natürlich noch die Bauchgeräte dran mit dem Bauchlappen. Die haben wir jetzt ganz einfach normal so schön wachschneiden. Mhm. Dann haben wir ein schönes, sübres Doradefilet. Jetzt ist noch die zweite Geschichte, wo wir jetzt noch machen an dem Filet, ist einfach das. Wir haben ja immer noch die Gräten drin, nicht? Und da eignet sich am besten, das hat jede Hausfrau daheim, eine Pinzette, wo wir den mal brüche, nicht für die Augenbraue, sondern halt eben in dem Fall für die Fischgräten. Mhm. Dann fahren wir mit den Fingern vom Kopf zur Schwanzende und dann sehen wir schon, wie sie sich aufstellen. Das siehst du hier. Gell? Mhm. Und jetzt mit der Pinzette können wir einfach die Gräten schön rausziehen. Jetzt haben wir natürlich zwei Filets. Das heißt, wir tun den Fisch gerade umkehren und tun wieder von der Brustflosse aus Richtung Kopf an der Kieme das Messer kehren und auch wieder an der Gräte entlang zum Schwanz schneiden. Mhm. So. Ja.